Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Info. Und ja, worum geht es denn diesmal? In der letzten Folge haben wir ein bisschen so geredet und bla 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 und bla bla bla. Ja, und ab die nächste Woche, sozusagen ab Montag, den 1. September, gibt es etwas Neues. Und zwar erscheinen nun täglich, ich versuche zumindest mein Bestes, täglich immer die eine Folge von den Let's Plays, wusst, egal was. Außer Farmarama und Fantasy-Rama. Dazu komme ich gleich nochmal. Ja, die beiden bestehen weiterhin dienstags und freitags. Außer die anderen Let's Plays, die kommen jetzt halt Montag bis Sonntag. So, so viel dazu. Jetzt komme ich zu einer kleinen Info mehr zu Fantasy-Rama. Da ich zurzeit eine Menge Projekte noch laufen habe, oder zumindest einiges plane, schaffe ich es nicht mehr ganz online zu kommen. Und vor allem auch, weil ich ja auch jetzt auch eine Menge an Arbeit habe und ach Gott, weiß die Welt, was noch alles auf mich zukommt die Woche. Und ja, dabei kann es sein, dass ich hier und da diese Let's Plays, diese Online-Sachen nicht pünktlich immer dienstags und freitags erscheinen. So, so viel dazu. Und gerade auch Fantasy-Rama, muss ich noch was sagen. Ich wähle jetzt auch aus. Währenddessen kam ja auch Farmarama. Da haben wir gesagt, wenn du Farmarama schaffst, dann schaffst du auch garantiert Fantasy-Rama. Ich habe es nicht mehr geschafft. Tut mir leid. Ich habe es wirklich nicht mehr geschafft. Vor allem auch, muss ich auch sagen, zu Fantasy-Rama, ich habe ja auch dieses Event, was dort war, auch nicht ganz geschafft. Das war jetzt eigentlich nicht wirklich so grauenvoll, aber es, ja, habe ich wirklich nicht geschafft. So viel dazu. So, jetzt komme ich zu etwas Neuem, und zwar, habe ich zurzeit, ja, ich lese jetzt einfach mal neue Let's Plays auf, die diese Woche laufen. Und wie folgt sind die Spiele? Das lief ja schon seit gestern, also den 30.08. zumindest, ne? Und da habe ich sozusagen vorgespielt für den 4. September. Ab 4. September soll ja das neue Sims 4 rauskommen. Und da habe ich ein bisschen schon vorgearbeitet. Und zwar haben wir das neue Let's Play Sims 4 erstelle einen Sim-Demo. Ja, das ist neu. Mal gucken, wie lange das gehen wird. Wir erstellen und ja bloß unsere Charaktere. Und mal gucken, wann da dann auch das Let's Play Sims 4 dann erscheint. So viel dazu. Dann außerdem, in Planung sind weiterhin, eigentlich wollte ich ja noch Silent Hill machen, aber bei Silent Hill, da warte ich ja noch, bis ich das Let's Play Five Nights at Freddy beendet habe. Und ich würde sagen, ein Horrorspiel erstmal reicht mir, deswegen kommt das dann danach. So, ja, Silent Hill, Homecomings. So, dann weiterhin kommt noch diese Woche wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es nicht. Spore, und zwar die Galaxis Abenteuer, oder wie das hieß. Ich weiß nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben oder im Kopf. Ja, das wird noch erscheinen. Und dann ist noch die Frage, was spielen wir? Es wird ein neues Schnupperkurs geben. Vor allem wird es jetzt auch ab den 1. September wieder ein neues Let's Online geben. Das hatten wir ja damals mit Newgrounds. Und diesmal was Neues. Und ja, mal gucken. Ich habe einiges in Planung. Und zwar wollte ich schon immer mal, das ist schon vor Monaten, habe ich mir das mal vorgenommen, spiel mal The Walking Dead. Ich habe es aber nie geschafft. Ich habe es mir auch nie geholt. Deswegen, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile schon fünf Episoden, fünf Staffeln.
zwei Seasons und 5 Staffeln, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und natürlich werde ich da dann von Anfang an beginnen. Aber da muss ich auch sagen, ich kenne das in dem Sinne, kenne ich schon ein bisschen auch die Serie. Und ich habe da auch wirklich das Gefühl, dass da wieder Sturzbäche gibt. Genauso wie jetzt auch beim Ende von Rayon Hearts, was ich im Übrigen auch jetzt zu Ende aufgenommen habe. Es geht noch ein Weilchen, wir haben es ja jetzt, keine Ahnung, welche Folge jetzt aktuell ist, aber es wird bis 24. Folge gehen, dann ist Schluss. So, so viel dazu. Ja, ich fasse noch einmal zusammen. Spore kommt wahrscheinlich diese Woche. So, dann muss ich gucken, ob ich noch Kingdoms of Amalur schaffe. Wohl eher nicht. So, dann wahrscheinlich auch Sims 4. Das wird sich zeigen. So, und nach Five Nights at Freddy, so, kommt dann auch das Let's Play Silent Hill Homecoming. So, so viel dazu. Das heißt, ach, erstmal gewesen sein. Ich wollte eigentlich mal kurze Folgen machen. Nicht so lange Folge, jetzt sind wir schon wieder in der 6. Minute. Gut, das soll es aber erstmal gewesen sein. Eine kleine, ja, nehmt euch die 5 Minuten Zeit, hört euch das hier an. Und ja, das soll es gewesen sein, erstmal mit dieser Let's Info. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.